Sir, die jüngsten Aufnahmen vom Gletscher zeigen, dass etwas aus dem Eis aufgetaucht ist. Ich höre. Die Form des Objekts stimmt zu 80% mit Napoleon überein. Veranlassen Sie die Bergung. Diese Leute, die werden Sie umbringen. Hörst du mich? Ja, wo bist du? Wo? Östlich von Haymark. Du bist auf dem Vatnajökull. Und du fährst da einfach ohne mich hin. Du hättest ja sowieso nicht mitkommen können. Du denkst immer nur an den Job. Das eine möchte ich dir gern noch sagen. Du bist ein Vollidiot, okay? Ich glaube, ich spinne. Hören Sie mir gut zu, Christine. Wir haben Ihren Bruder. Wie siehst du denn aus, mein Gott? Komm schon rein. Elias hat mir das geschickt. Christine! Lagebericht. Die erste Durchsuchung des Wracks war negativ in Sachen Napoleon. Ich will einen kompletten Hintergrundcheck in Bezug auf Christine Johannes Dottir und diesen Professor. Weißt du etwas über ein deutsches Flugzeug, das im Krieg auf dem Vatnajökull abgestürzt ist? Du sprichst von Operation Napoleon. Ein Geheimnis, das den ganzen Lauf der Geschichte hätte verändern können. Ich muss dem Vater versprechen, dass ich mich fernhalte von dem Flugzeug. Denn es brächte Verderben und Tod. Ich meine es verflucht ernst. Wenn sie hier irgendwas haben, werden meine Männer es finden. Die Polizei sucht Christine Johannes dort hier. Aber wir haben hier viel Material gefunden über den Absturz. Er muss am Leben bleiben, bis wir seine Schwester haben. Warte mal, soll das heißen, Hitler war an Bord der Maschine? Vielleicht. Dann haben wir etwas gefunden. Eine Geheimoperation von einflussreichen Leuten. Wir rücken hier nicht ab ohne Napoleon.